Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Wir kommen heute schon zu Folge 21 der 8. MLP-Staffel A Rockhoof and a Hard Place. Bei dem Titel, glaube ich, ist es nicht zu verwegen zu denken, dass der Charakter Rockhoof hier eine Rolle spielen wird. Von den Past Six nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen einen richtigen Titel bekommen haben. Ist auch egal. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen merkwürdig oder auch ein bisschen, nennen wir es ruhig, dämlich. Also ich habe mich ja damals schon über das Staffelfinale der 7. Staffel extremst aufgeregt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr habt nicht wirklich was verpasst. Also ich habe das Staffelfinale der 7. Staffel ziemlich auseinandergenommen. Aber es wurden ja halt auch diese sechs Charaktere aus der Vergangenheit von Equestria gezeigt. Und bisher haben die eigentlich nicht wirklich, nein, nicht wirklich ist die falsche Bezeichnung, sie haben bisher überhaupt keine Rolle gespielt in der 8. Staffel. Bis auf Starswell der Bärtige, das war's. Es ist wirklich traurig, wofür hat man diese Charaktere wirklich damals hinzugefügt zu der Serie? Sie tauchen oder sie sind nicht präsent. Punkt. Ich verstehe es nach wie vor nicht und es unterstreicht auch nochmal meine Kritik, die ich damals geäußert habe. Also zumindest aus meiner Sicht. Ich finde es einfach nur daneben. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich jetzt nicht schon voreingenommen sein, was diese Folge angeht. Ich meine, vielleicht wird sie ja gut. Lass uns mal überraschen. Aber was kann ich mir von dieser Folge erwarten? A Rockhoof and a Hard Place. Ich spinne mal wieder ins Unreine und sage einfach, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass Rockhoof versucht, einen Platz in der Welt zu finden, da aber so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Denn es würde den Titel Hard Place erklären. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Folge für mich bereithält. Nur zur Info, das hatte ich jetzt fast vergessen. Folge 22 ist ja auch schon veröffentlicht worden. Die werde ich gleich hier im Anschluss dann aufnehmen und reacten. Also sollte es nicht allzu lange dauern, bis die nächste Reaction von mir dann kommt. Ich will auch noch was anderes sagen, das aber später. Jetzt wollen wir erstmal die Reaction starten. Es sind schon fast 3 Minuten vergangen, deswegen legen wir los mit der Folge. So, Folge 21, A Rockhoof in a Hard Place. Ich starte die Folge jetzt. Ich glaube, das ist doch das ursprüngliche Dorf von Rockhoof. Ja, da ist er doch auch schon. Ich finde immer noch, er sieht ein bisschen aus wie Herkules. Thank you, Rockhoof. But we're trying to carefully preserve every bit of history here. Warum fragt ihr ihn nicht einfach? Nicht schlecht. Stop that! Au. That's what this is for. Maybe in the past. Now it belongs in a museum. Das ist eine Kugel, eine Holzkugel. Next you'll be saying I shouldn't have used the old sweat lodge. Die was? Ja. So, you see why Rockhoof isn't an ideal fit for my. Und ich glaube, ich habe sowas von recht mit meiner Vermutung. Unusual talents? Of course, Professor Fossil. We'd be honored to have a pillar of Equestria on our staff. Oh, thanks, Celestia. Oh Gott. Oh, that apple's made of wood. What a horrible trick to play. Das sind Wachsfrüchte wahrscheinlich, nehme ich mal an. Has any pony seen my decorative centerpieces? Ja. Eieiei. Ich glaube, das Chaos ist jetzt schon vorprogrammiert. Wobei ich aber mal ehrlich bin, so eine Folgen, die immer und immer und immer weiter ins Chaos abdriften. So sehr bin ich gar nicht ein Fan davon. Aber mal schauen, vielleicht belehrt mich die Folge ja eines Besseren. Irgendwie hängt der Ton ein bisschen hinterher bei dem Intro. Naja.
Das werdet ihr ja nicht hören, da ich den Ton ja mal rausschneide. So, weg mit dem Intro. Wir wollen anfangen. So join me Ey, der ist welcoming einfach dreimal Professor so Fossil groß wie to our Twilight. faculty. Thank you all. I know I'm new to your world, but there's one thing I learned when I saved my village from a rushing river of hot lava. There's nothing you can't do with hard work and a shovel. Uh-oh. Vielleicht solltest du es nicht so hart angehen, aber gut. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen gerade an die Folge Das letzte Rodeo, wo Derpy das erste Mal vorgestellt wurde. Wie jetzt, er soll Lehrer werden? Oh, bitte nicht. And he smashes things like a yak. Smells like a yak. Oh, das ist wirklich gemein. Warum sagen die das immer? Stinkt Jona wirklich so schlimm? He's like pony history. Hello, class. Ich habe gerade für eine Sekunde gedacht, Iron Will wäre schon wieder zurück. Also er hat definitiv, also jetzt ist es bestätigt, er hat was von Herkules. Er ist aus Versehen einfach zu stark. Oh, so it's a class about stories, is it? Stories, yeah. And we never, ever, ever get homework. Good. Garus, du hinterhältiger Bastard. And ran across an Ursa Major. Really? We're not doing that, right? You fight Ursa Major? All alone? Aye, and I defeated her too. Now this I'm interested in. How Professor Rockhoof win? Well, that's quite a tale. From what Professor Fox ist interessant, also wo geht das hin? Our school is the perfect place for that. Plus, we get a new teacher. This may be the fastest. Irgendwie, glaube ich, freust du dich ein bisschen zu früh, Twilight. Och, du meine Güte, was ist jetzt schon los? Und leicht bricht der Tisch ein. Lots of growl in mind. Es ist erstaunlich, dass überhaupt noch etwas steht in diesem Klassenzimmer. What happened next? The huge beastie jumped out of the moonlit mist. Her fearsome fangs at my throat. But I rolled clear. Then what? Meine Güte. Me up against the wall, ready. Der benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Ist ja schlimm. She looked at me. And I say, Professor Rockhoff? Nope, guess again. oops. Sorry to interrupt. Class, why don't we go ahead and take lunch early today? Rockhoff, can we take a walk outside? Jetzt gibt's Ärger. Our school is about finding your own special way to teach. And we can already tell you're a smash with the class. But maybe you could do a little less smashing in the classroom. Sorry about that. I did get a bit carried away. The students were so. Er ist einfach zu groß. I know it's a big change, but I think you're gonna fit in just. Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los? Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Erinnere dich doch jetzt bitte nicht an deine Vergangenheit. Professor Rockhoff, best teacher ever. Day cannot get better. Let's get you outside, wee ones. They just got better. Rockhoff, what are you doing? Das ist. Saving the school. Das ist sowas von verrückt. Just like fighting a volcano in the good old. Okay, ich gebe zu, das war clever. Would some pony kindly explain what is the meaning of all this water? I'm not sure, but I think it's. Natürlich, Pinkie Pie kann immer noch dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Inferno? Where? Did you not see the smoke and flame? Yeah, that was us.
You know, dragons, having a fire-breathing competition. You? What? They do it all the time. That's what we were trying to tell you. We know you're used to being a hero, Rockhoof. Only, what we need here is a teacher. One who doesn't ruin an entire class's friendship quilts. Do you know how hard it is to stitch a pineapple pattern? Rarity, sei doch mal ein bisschen feinfühlig. Es ist nicht einfach für ihn. I'm not used to living with dragons, but much else in this modern time. Aber trotzdem, ich muss zugeben, das war echt nicht schlecht, wie er das gemacht hat. Welcome back in my old village. Seems I don't belong here either. Pinky, nicht hilfreich. So apparently finding Rockhoof a new job is a lot harder than we thought. Has any pony had any luck? I thought you were gonna try him out of the post office. We did. Ich bin ja wirklich mal gespannt, was dann am Ende. I need to deliver his medicine. He has a rash in a very embarrassing place. Ich bin wirklich mal gespannt, was dann sein entscheidender Job ist. Oh, Cranky Doodle. I did not need to hear that. Yep. Rockhoof's time as a pharmacist didn't work out either. Now, just let me know if this is too... Nein! Jawoll! Ausgerechnet Borg Biceps! Carrying heavy stuff? I tried that a lot! Holy shit! I know you said you only needed a few leaves, but I figured why not bring you the whole thing? Arme Sikora. The other pillars seem to be having trouble fitting into the modern world. Then maybe they can show Rockhoof how they did it. Get him used to living in this town. Great idea. Rockhoof's old friends would be. Sag mal, ist der Tisch größer geworden? Love to visit them. Ich meine, gut, die Karte ist auch größer geworden. Aber wow. Irgendwann nimmt die Karte wahrscheinlich den ganzen Raum ein. Aber Pinky hat wahrscheinlich wirklich dafür gesorgt, dass der Tisch ausgebaut wird. Ach nee. Der schon wieder. Gut, okay, damit haben wir den dritten schon mal mit dabei. Ah, Flash Magnus heißt er. Okay, ich habe den Namen vergessen. After we got out of limbo, I went looking for work for. Wo zum Teufel ist eigentlich Flash Sentry? Once a soldier, always a soldier. Princess Celestia was happy to find a new drill sergeant for her guard. Yeah, that's great. She really put dann, you in a job. Wenn ihr wirklich etwas finden wollt, was zu ihm passt, warum wird er dann nicht? Warum lässt ihr den nicht mit Mord arbeiten, Bergarbeiter oder sowas Ähnliches? Mit seiner Kraft hat er doch da bestimmt Fähigkeiten. Haceman auch noch. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich auch noch Somnambula. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade keine Augen habe für das, was sie da schafft. Gerade weil irgendwie... Es tut mir leid, aber das Ganze macht mich schon wieder ein bisschen sauer. Weil jetzt habe ich mich eben noch beschwert, dass man eben diese ganzen Charaktere, dass sie sinnlos waren. Und jetzt klatscht man sie wieder alle in diese Folge rein. Das ist auch keine Lösung. She'll help you find your purpose. Und da kommt Somnambula. Vielen Dank dafür. But they didn't even have those back in your time. Because we didn't need them. Ponies knew what to do with their lives. Ganz ehrlich, wie können Ponys so sitzen? Das ist unlogisch. Aber gut, Lyra hat diese, sag ich mal, Aussage sowieso dementiert mit ihrem überkreuzten Hufen. Imagine everything that troubles you as one big cloud. Now, er kann es nicht. Float away. You are relaxed, free to do anything you wish. Jawohl! Er pennt einfach weg, richtig so. Mir tut das Pony leid, auf dem er gelandet ist.
Wish I could say the same for mine. Und sie ist natürlich in ihrem alten Baum eine Verkäuferin von Heilessenzen. Warum nicht? Creatures need healing in this modern world. Oh, looks like you could use some too. What's got you heartsick, Rockhoof? Thing is, I can't do my old job like Flash or adapt like Miss Main. Dann finde etwas aus der jetzigen Zeit, was zu dir passt. Ich sag's doch, Bergarbeiter. Würde bestimmt passen. Oder Abrissunternehmen. Er kann wie kein anderer etwas kaputt machen. Me and my shadow, the third hit novel by former villain Stygian. I'm impressed. He's really thriving. Er schreibt ein Buch über seine Erlebnisse. Really? Where are you going? I'm not sure. Maybe I just don't. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie ich das finden soll. Ob ich es jetzt gut finden soll oder scheiße finden soll. Denn irgendwie ist es ein bisschen von beidem. Instead of solving Rockhoof's problem, we made him feel even worse. I'll tell you the real problem here. We haven't given Rockhoof the chance to be who he really is. A pony with a metal shovel and a heart of gold? A hero! What we need to do is find him a job that's as epic as he is. I might know just the thing. Berg Ares? I'm honored to serve in the Hippogriff Navy, General Seaspray. I promise to prove my worth. Das ist mal ein interessantes Outfit. I know how hard it is to adapt to a new home. After our many years below the waves, land customs. Jetzt frage ich mich wirklich, zeigt man jetzt vielleicht auch mal Königin Novo oder Prinzessin Skyster? The world had moved on without us. Never fear, Rockhoff. We shall be as brothers in this bright future above the waves. Why do the hippogriffs need ships? If they can turn into sea ponies? Maybe they just like cruises? General, the fog's too thick to see our way out of the harbor. Ich hab grad überlegt, ob sie das ist, aber sie ist. Nee, sie ist zu blass, das ist nichts Geister. Ich dachte erst schon. Wait, General! We can navigate the same way my cultic ancestors traveled through the Selkie Mists. We'll look to the stars! There in the northwest sky is the constellation for O'Brien's belt. Steer the ship toward that. You heard the pony crew. Make full. You heard the man. Warum habe ich das Gefühl, dass es gleich kracht? Jawohl, das war ja klar. I don't understand. The stars have always steered me true. No, stars can move slowly over time. They must look different now than over a thousand years ago. It was an honor serving with you, Rockhoff. But it seems our paths lie in different directions. You're fired! Tja. Hey, mistakes happen. We'll think of something else for you to do. Ja, ein oder zwei Fehler passieren, aber das nimmt langsam Ausmaße einer Katastrophe an, Twilight. What? Heard there's a statue spell that sends creatures into stone sleep. I want you to cast it on me. What? Das kann doch jetzt nur wirklich nicht dein Ernst sein. No. Wow, das sind mal Augenringe. Hey guys, need me to help you decide something? Rockhoof wants me to cast a spell to turn him into a statue. The answer is no. Well, it should be aye. Because I wouldn't even be here to be turned into a statue if Twilight hadn't cast a spell in the first place. Nein! Whoa, I thought you were arguing over ice cream flavors. The answer is still no. Why would you want to be turned into stone? Because I'm a relic of a bygone age. I belong in a museum. Safe, preserved, untouched. Schöner Vergleich. I don't belong in this time. It's up to you to make that right. But there has to be a better way. Also wenn Twilight das wirklich tut, verstößt sie gegen alles, woran sie glaubt und was sie sagt. But you're not. Rockhoff, wait. Spike, can you teach my class today? You're not really gonna turn him to stone, are you? Natürlich nicht. Only because it's temporary. As soon as I think of a new solution, we'll wake Rockhoff up. I know he has more to offer the world as a pony than a statue. Did you hear that Rockhoof caught all the bees in the Everfree Forest and gave them to Zecora as a gift? Well,
Terra Mar said Rockhoof called down the stars and sunk the whole Hippogriff Navy! He's definitely weird, but in a fun way. You never know what's gonna happen next. Mir geht das langsam ein wenig auf die Nerven, dass sie die ganze Zeit über die Geschichten von Rockhoof schwärmen. Welcome to the Theory and Defense of Friendship. Another sub? Let me start by telling you that we don't get homework and we only do field trips. Yeah, nice try. Twilight sent me to tell you she won't be in today because she has to cast a stone sleep spell on Rockhoof. Das hättest du nicht sagen dürfen. But why? Rockhoof isn't a bad guy. Your instructions Spike, are to write an essay on heroism and what it means. Keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Oh, don't worry, it doesn't have to be a long essay. Maybe like this or on three legs. What will give the wee birds fewer places to decorate? Also ganz ehrlich, Rockhoof, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Willst du wirklich so leicht aufgeben? Du bist ein Weichei. I'm afraid it's true, lass. But Pony need finish Ursa Major story for class. It's sweet of you to try to get me to stay, Yona. But I'm afraid old stories like mine aren't worth anything in this day and age. Das kann ja alles sein. Pony no want tell Yona story, then Yona tell Pony story. From class report, when Yona come to Pony school, Yona not fit in. Pony ways strange, but Yona find friends. Yona meet Professor Rockhoof. Pony brave and strong as Yak, not afraid. Hero. When Yona so viel Wahres dran. Just like Professor Rockhoof. Yes. Well, since you went to the trouble of writing something that nice, I suppose the least I could do is tell you the rest of the story. Yona tell whole school Rockhoof is best. Now all wanna hear story. Oh. Okay, I have the spell. But will you please reconsider? Rockhoof? The Ursa Major tried to grab me by the gullet by Dr. Claus. Dann wird eben Unterhaltungskünstler. She had me cornered, so I look at her. Macht er kann doch im Theater doch auftreten. And I say, sorry, you won't be having any dinner tonight, lass. Guess you'll just have to grin and bear it. And then I tossed her away with my shovel high into the sky. And she's been a constellation up there ever since. Or so I'm told. And that's the end of my story. Very good. One more story! No, no, thank you for listening, but it's time to say goodbye. Wait, you said there wasn't anything in this time you were good at. What about telling stories? It was just a tall tale. One that captured the hearts and imagination of every creature here. Plus, Pony story super fun! Dann wirst du ein Geschichtenerzähler. I'd like to appoint you as Equestria's official keeper of tales. Can you do that? Twilight kann alles. Wer soll sie denn aufhalten? Celestia hat alles Vertrauen in sie, also wer soll was dagegen sagen? You are a living record of our history. Your stories can inspire and teach generations to come. If you're a statue, that's all lost. But will I ever really belong in your world? Ja, verdammt! Mein Gott. You know, that reminds me of another story. Once there was a small yak that knew more than a great hero. Hey, don't forget the dragons in this one. Aye, there were dragons and ponies and plenty of hippogriffs. Plus a changeling and a griffin. Oh, ohne Outro, sehr gut. Okay, ganz ehrlich, in meinem Kopf sind ein paar Fragezeichen. Nicht, weil es jetzt irgendwas gab, was mich verwirrt hat bei dieser Folge, sondern ich weiß einfach nicht, wie ich diese Folge einordnen soll, denn zwischendurch habe ich so gedacht, ziemlich öde, dann dachte ich wieder, oh, doch nicht so schlecht, und am Ende dachte ich mir so, was? Also,
Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, wo ich diese Folge einsortieren soll. Ich kann nicht sagen, ob sie jetzt gut war oder ob sie schlecht war. Sie war weder das eine noch das andere. Ich würde nicht mal sagen, dass sie Durchschnitt war. Es war irgendwie eine ganz eigene Kategorie. Naja, ich bin aber mal gespannt, ob das jetzt noch in irgendeiner Weise nochmal aufgegriffen wird im Laufe der nächsten Folgen oder in der 9. Staffel. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig. Was bleibt, ist die Tatsache, was ich schon am Anfang gesagt habe. Diese ganzen Charaktere, sie sind überflüssig. Es tut mir leid. Ich muss es so sagen, sie sind überflüssig. Man braucht sie, also ich brauche sie nicht. Mir fehlen sie nicht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich, in der Folge Friendship University hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich Starswell unbedingt für diese Folge gebraucht hätte. Und auch hier, dass man jetzt eine Folge über Rockhoof macht, hätte es nicht gebraucht. Und auch, dass man diese ganzen anderen Charaktere da noch reinknallt, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist Blödsinn. Es macht keinen Sinn. Deswegen muss ich diese Folge leider, obwohl es jetzt nicht an der Folge allgemein lag, sondern an dem, was mir halt eben so sehr widerstrebt bei dieser Folge, mit diesen Charakteren, muss ich diese Folge leider ablegen unter negativ. Sorry, ist nur mal so. Damit geht die Linie wieder ein bisschen nach unten. Ich hoffe, es war die letzte für diese Staffel. Denn wenn die guten und schlechten Folgen wirklich im Verhältnis 50-50 sind, dann ist das keine wirklich gute Staffel. Aber gut, ich mache wahrscheinlich schon wieder zu viel Schwarzmalerei im Moment. Vielleicht würden wir die nächsten Folgen ja total spitze. Schauen wir mal. An sich war es das von meiner Reaction. Ich möchte nur jetzt am Schluss noch zwei Dinge erwähnen. Nämlich zum einen, dass ich gleich noch meine nächste Reaction aufnehme, ganz langsam. Nämlich zu Folge 22. Und ich habe ja, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ich möchte auch an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an meine ganzen Abonnenten richten. Ich habe die 300 Abonnentengrenze geknackt. Das freut mich natürlich ungemein. Bin ich auch, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und ich habe mir auch schon etwas überlegt für dieses 300-Abo-Special. Was genau das beinhaltet, möchte ich noch nicht verraten. Es wird sich um ein Reaction-Video handeln. Und es wird, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mein längstes Reaction-Video aller Zeiten werden. Ich plane dafür eine Stunde ein. Das ist eine ganze Menge, ich weiß. Aber effektives Videomaterial wahrscheinlich so 50 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr, muss ich gucken. Aber wie gesagt, was das genau ist, das möchte ich noch nicht verraten, das behalte ich mir noch vor. Aber, wie gesagt, für das Reaction-Video an sich plane ich effektiv eine Stunde ein. Das wird dann mein längstes Reaction-Video, was ich je gemacht habe. Länger geht's auch nicht, kann ich es auch nicht machen, weil ich ein Stundenlimit habe bei meiner Aufnahmen, bei meiner Pro-Software, die das rendert. Wenn es über eine Stunde geht, da fehlt dann gerne mal am Schluss ein Stück. Deswegen habe ich mir das halt überlegt. Das wäre dann halt eine ganz gute Art und Weise, das zu feiern. Und das ist auch, sag ich mal, in gewisser Weise auch ein kleines Dankeschön an einen meiner Abonnenten, auf den ich ganz besonders stolz bin. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Ich habe vielleicht jetzt auch schon ein bisschen zu viel gesagt. Deswegen werde ich jetzt meinen Mund halten weiter dazu und richte mich einfach noch einmal ein letztes Mal an euch, indem ich meine Abschiedsworte vom Stapel lasse. Das war's für diese Reaction. Ich bin der D-Spyro und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Reaction auch wieder. Ciao!